So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu PC Building Simulator. Und ich möchte heute mit einer Sache weitermachen, die wir sonst eigentlich hin und wieder im normalen alten Story-Modus gemacht haben. Da dann ein bisschen aus anderen Gründen als hier. Und zwar möchte ich mal einen PC nachbauen, der für ein gewisses Spiel optimiert ist jeweils. Und heute möchte ich erstmal den Start machen mit einem PC für Halo Infinite. Wir orientieren uns einfach an der Stelle da mal an den Specs, die jeweils halt in dem Fall von Microsoft rausgegeben worden sind, dafür, was man eben für Halo Infinite haben sollte. Ich sag das jetzt natürlich schon mal und in zukünftigen Videos dazu natürlich auch. Das sind halt zum einen meistens diese Minimum-Specs und dann halt die Recommended System Requirements. Das bedeutet nicht, dass dieses Spiel dann, was weiß ich, in 4K oder sowas damit perfekt läuft, sondern das sind halt einfach nur diese relativ niedrig gehaltenen Angaben, die die Spieleentwickler halt meistens da rausgeben. Sprich, ich würde bei sowas vielleicht davon ausgehen, dass es Full HD 60 FPS läuft, vielleicht auch nicht zwingend auf den höchsten Einstellungen, aber halt, ne, dass es auf jeden Fall läuft. Und deswegen würde ich an der Stelle erstmal mit dem heutigen Build starten. Ich habe natürlich auch geschaut, dass wir so ein bisschen beim Drumherum bei dem Rechner halt jeweils auch, ne, soweit ganz okay Hardware auswählen. Das heißt, dass das Mainboard jetzt nicht einfach komplett kacke ist oder sowas für die CPU, die wir verwenden. Dass der PC halt rundherum relativ viel Sinn ergibt. Einfach und auch nicht übermäßig unnötig teuer ist. Ich habe auch immer ein bisschen overspeckt, das heißt, dass theoretisch der Rechner, den wir hier zusammenbauen, immer ein bisschen stärker ist und dass wir auch neuere Hardware nehmen, falls da jeweils ältere Hardware angegeben ist. Aber bevor wir hier uns zu sehr unnötig verquatschen, reden wir einfach mal lieber drüber, was wir in diesem PC verbauen und starten dabei mit dem Case. Das habe ich jetzt nicht aus irgendwelchen super speziellen Gründen genommen, sondern einfach nur, weil ich es cool finde, und zwar das ADATA XPG Defender Pro. Und das ist ein Case, was mir einfach echt gut gefällt. Auch schicke RGB-Beleuchtung hat, wie ich finde. Und ja, deswegen habe ich es einfach hauptsächlich genommen. Abgesehen davon haben wir die Variante hier in Schwarz, glaube ich, noch nie im Spiel verwendet. Und dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Übrigens, wie immer hier bei dem Community-Build-Format, ist auch dieser Rechner hier unten in der Videobeschreibung nur nochmal verlinkt, damit ihr euch die einzelnen Sachen anschauen könnt. Und es kann natürlich auch immer sein, dass mittlerweile der PC irgendwie sich im Preis geändert hat, weil das alles halt, die Preise sind ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich den zusammengestellt habe. Da war der hier, das kann ich ja schon mal sagen, bei ziemlich genau 2000 Euro. Ich glaube, mittlerweile ist der tatsächlich ein bisschen günstiger geworden. Aber ne, lassen wir uns davon erstmal nicht beirren, sondern machen direkt weiter. Und das ist in dem Fall das Netzteil, mit dem wir hier weitermachen. Da habe ich erstmal einen Corsair RM650 reingepackt. Da müssen wir gerade mal schauen. RM650. Ganz einfach aus dem Grund, dass das RM650 ein sehr solides Netzteil ist. Ne, 80 plus Gold, das heißt, es ist schon recht effizient. Es ist ein modulares Netzteil, wie wir hier sehen. Hat auch einen relativ leisen Lüfter. Hat ganz gut Garantie. Alles Sachen, die halt den meisten Leuten relativ wichtig sind. Und es ist halt, es hat halt auch tatsächlich die Möglichkeit, unter relativ geringer Last den Lüfter auszuschalten. Das heißt, es ist ein semi-passives Netzteil, was auch ganz praktisch sein kann. Gerade wenn man vielleicht sein PC des Öfteren so im Idle am Laufen hat. Aber machen wir weiter mit dem Mainboard. Das ist jetzt nicht aus dem Grund hier, weil es unglaublich krasse Performance unbedingt liefert, sondern weil es eben eine gute Mittelklasse ist. Und viel mehr brauchen wir da auch nicht. Oder sagen wir untere Mittelklasse. Ist es nämlich das MSI Mac B550 Tomahawk. Sekunde, werden wir hier auch gerade mal kurz raussuchen. B550 Tomahawk. Ne? Also klar, wenn wir hier jetzt im Spiel sehen, 4866 MHz RAM-Unterstützung, das ist schon recht viel. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so eine Sache, die bei so einem Mainboard super wichtig ist. Das sind dann hier in dem Fall eher andere Sachen. Also, ne, ich finde es eigentlich ganz praktisch, dass der Soundchip, der verbaut ist, eigentlich ganz okay ist. Also da kann man sich eigentlich nicht drüber beschweren. LAN ist auch okay, aber es ist jetzt halt nichts unglaublich Besonderes.
die 2,5 Gigabit-Anbindung da ist natürlich nice to have. Ne? Hier sehen wir es auch und tatsächlich ist es eine ziemlich praktische Sache, dass man zwei LAN-Anschlüsse hat. Für Leute, die das verwenden, gerade wenn man das jetzt vielleicht nicht nur als ein Board nutzt, was man so zu Hause nutzt, sondern wenn man es an irgendeinem Ort nutzt, wo man aus irgendeinem Grund halt noch eine Backup-Internetleitung hat, dann kann man theoretisch beides gleichzeitig anschließen und wenn das eine ausfallen sollte, hat man immer noch die andere Möglichkeit direkt und hat noch nicht mal eine Downtime eigentlich. Man sieht leider hier schon auf der Rückseite, man gibt dafür auf jeden Fall relativ viele USB-Anschlüsse her, es sind insgesamt nur 6 Stück und einer davon ist ein Type-C, also das ist nicht unglaublich viel. Hat noch einen PS2-Anschluss, PS2-Combo-Buchse, nicht, dass man die unbedingt bräuchte, und man hat HDMI im Displayport, aber das ist bei unserer AMD-CPU, die wir hier verwenden, tatsächlich sogar relativ irrelevant. Trotzdem eigentlich ganz okay, dass man es hat, aber wie gesagt, für uns nicht so unglaublich interessant. Bei der CPU ist tatsächlich empfohlen ein Ryzen 7 3700X, also ne, eine ganz okay CPU soweit, könnte man natürlich hier in der Theorie auch nehmen, 3700X, ne, 8 Kerner, 16 Threads, 4,4 GHz, ist auch ganz okay, aber mittlerweile zahlt man tatsächlich meistens gar nicht mehr so unglaublich viel mehr dafür, dass man einen 5800X nimmt und der ist nun mal ein bisschen effizienter, hat ein bisschen höheren Takt, ne, einfach ein paar mehr Komfortfeatures, was das angeht. Und deswegen habe ich mich tatsächlich auch für den entschieden, weil man zahlt meistens echt unglaublich wenig nur noch drauf dafür, dass man halt mit der neuesten Generation da geht. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, gönnen wir uns dieses kleine Upgrade mal. Das macht gar nicht so unglaublich viel aus beim Geld, aber bei der Performance ist es schon ganz okay, der Unterschied. Ähnlich ist es jetzt beim RAM, da bin ich jetzt nicht unglaublich kreativ geworden. Das ist aber auch gar nicht notwendig, denn solange man da 16 GB hat, läuft das Spiel ohne Probleme und ich habe 3600 MHz RAM genommen, ganz einfach aus dem Grund, dass man mit 3600 MHz RAM am besten eigentlich normalerweise mit AMD Ryzen läuft. Klar, man kann auch noch schneller gehen, aber irgendwann ist es dann halt einfach nicht mehr das Geld wert. Mit 3600 MHz ist es noch nicht so unglaublich schlimm, was das angeht. Abgesehen davon sieht Corsair Vengeance RGB Pro eigentlich immer ganz, ganz gut aus. Das war auch so ein bisschen Nebengrund. Machen wir weiter mit der SSD und das ist in dem Fall die gute alte Team Group Kadea mit 1 TB. Ich habe einfach mal in dem Fall nur ein Speichermedium drin, eine 1 TB SSD. Ja, das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber mittlerweile kriegt man ja eigentlich SATA SSDs auch mit so 1 TB bis 2 TB relativ oft nachgeschmissen. Also falls man so einen PC upgraden wollen würde, wäre das eigentlich gar kein Problem. Ne, man hat regelmäßig Deals für ganz gute 2 TB SATA SSDs für um die 130 Euro oder so. Das ist super okay eigentlich. Da kann man ziemlich gut mit leben. Weiter geht's dann tatsächlich mit der Grafikkarte. Und auch wenn ich die Karte an sich nicht so sehr mag, weil sie normalerweise halt ein bisschen sehr überteuert ist, kann man sie tatsächlich im Moment nehmen. Und das ist die, in dem Fall eine Zotac-Variante von der Grafikkarte, und zwar die GeForce RTX 3070 Ti. Dann können wir auch gerade mal hier die richtige Variante rausnehmen. Das ist die Ampolo, die ich hier genommen habe. Klar, könnten wir auch hier so einbauen, aber vom Performance-Standard macht es eigentlich so mehr Sinn. Bin aber gerade am überlegen, Sekunde, hat die... Die hätte ich hier an... Weißt du was, wir machen es einfach... Wir machen es fürs Design. Falls ihr aus irgendeinem Grund vorhaben solltet, diesen PC nachzubauen, baut bitte nicht in den vertikalen Slot. Das macht mit luftgekühlten Grafikkarten eigentlich nie Sinn. Gerade nicht in normal großen Cases. Aber ne, cool aussehen tut es halt in dem Fall. Deswegen habe ich jetzt mal gemacht. Obwohl wir gleich überhaupt schauen müssen, ob das überhaupt mit dem CPU-Kühler klar geht. Aber ne, soweit sieht es ganz gut aus. Warum habe ich diese Karte genommen, auch wenn ich sie scheinbar nicht mag? Ganz einfach aus dem Grund, die RTX 3070 ist meistens preislich fast genau gleich teuer, aber hat halt trotzdem weniger Performance. Für die 3080 muss man meistens trotzdem nochmal ein gutes Stückchen mehr Geld drauflegen, so traurig das auch ist. Und ne, aus dem Grund ist halt dann einfach eine 3070 Ti geworden, auch wenn ich
das betone ich immer wieder gerne, diese Karte relativ unnötig finde. Wenn man eine 3070 und eine 3080 zu normalen Preisen bekommen würde, dann wären die beiden halt eine viel bessere Option, weil der Preisunterschied ist dazwischen, zumindest ursprünglich, nicht gerade sehr groß gewesen. Da hätte es nicht noch eine Karte für zwischendrin gebraucht, aber ne, dank der momentanen Preissituation lohnt sich das halt leider doch. Weiter geht's mit dem CPU-Kühler und da müsste ich eigentlich nicht so sehr übertreiben, aber ich habe mir gedacht, ne, wollen wir schauen, dass wir auch was haben, was auf jeden Fall genug Performance hat für sowas. Und deswegen haben wir hier ein Be Quiet Dark Rock Pro 4 reingeworfen. Mit dem kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut diese CPU in Schach halten und eigentlich auch ein klein wenig noch übertakten und es trotzdem leise lassen. Denn mit allem, was halt kleiner oder signifikant kleiner wäre, müsste man dann halt schon entweder auf seine Ohren weniger Wert legen oder auf die Performance. Und hiermit hat man so einen ganz soliden Mittelweg eigentlich. Wir werden natürlich auch diesen Rechner wieder übertakten, ne, das ist ganz klar. So, wir können auch hier gerade nochmal OCCT und GPU-Tuner drauf tun. Und dann werden wir natürlich auch da nochmal am Ende schauen, was wir bei 3D-Mark rausholen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz solider Bild. Ich habe jetzt ne, so eine kleine Balance gefunden zwischen RGB und Performance, die ich gerne hätte. Klar, schön wäre es jetzt noch gewesen, weil wir haben schon relativ viel RGB, wenn man jetzt noch einen CPU-Kühler gehabt hätte, der das auch widerspiegelt. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht sehr viele RGB-CPU-Kühler, also Luftkühler, hier im Spiel, kann ich ja gerade mal zeigen. Das wären halt nur die hier im Grunde. Das hier ist ein billiger 30, 40 Euro Kühler. Die Dinger von Ryogentech sind leider auch alle nicht so super optimal. Das hier sieht zwar, kann zwar ganz gut aussehen, aber stark von der Performance her ist das auch nicht. Und das hier sind auch dann alles wieder eher günstigere Kühler. Deswegen, wenn man tatsächliche Performance will, dann braucht man schon eher etwas in die Richtung von so einem Dark Rock Pro 4. Aber sowas gibt es halt leider nicht mit RGB-Beleuchtung im Spiel. Da sage ich nochmal ganz wichtig dazu, im Spiel. Allerdings würde mir jetzt auch kein super schicker CPU-Kühler sonst einfallen, der da wirklich mithalten kann und auch qualitativ mithalten kann, der halt RGB-Beleuchtung hat. Da ist man dann eher so bei Noctua und die sehen ja jetzt auch eigentlich nicht so super aus. Insofern, ne, muss man halt an der Stelle vielleicht so ein bisschen einen kleinen Abstrich machen dafür, dass man die Performance kriegt. So, hier können wir eigentlich noch ein bisschen höher gehen dann ja. Prinzipiell bis 4000. Auch wenn das in Real Life nicht garantiert ist, dass man da eine Übertaktung hinkriegt auf so ein Niveau beim RAM. Das kann gut sein, dass man RAM hat, der gerade mal mit Ach und Krache nur so läuft, wie er verkauft wurde. Es kann tatsächlich sogar sein, dass er ein bisschen schlechter läuft sogar. Bei der CPU und GPU hat man da schon eher Glück, dass man da mehr rausholen kann. Aber auch da kann es natürlich sein, dass man im Spiel mehr Glück hat als in Real Life. Deswegen keine Garantie für gar nichts. Und das ist schon ein bisschen sehr grenzwertig dafür, dass wir nur 100 MHz übertaktet haben bisher. Das könnte noch interessant werden, jetzt wenn wir bei der GPU reinhauen. Ja, es geht sogar noch. 2000 wäre das Maximum. Ich glaube, das werden wir nicht mehr ganz rausholen. Oder? Ich meine, wir machen einfach mal, ne? Dann sehen wir es ja. Okay. Geht tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gerne doch, ne? Die Performance nehmen wir gerne mit. Okay, das war ein bisschen viel. Schauen wir gleich nochmal, dass wir vielleicht trotzdem es schaffen, relativ genau ans Limit von dem zu kommen, was möglich ist. Denn ich würde gerade hier nicht so viel auf dem Tisch liegen lassen wollen. Oh, jetzt sind wir aber bei der CPU im Limit. Sekunde, ich lasse mal.
So. Dann probieren wir nochmal. Und schauen, ob wir vielleicht durch weniger starkes GPU betakten. Hier die CPU. Ah, schade, nee. Ich habe gehofft, dass wir damit die CPU vielleicht entlasten können genug, damit sie nicht mehr Thermal Throttled, aber nö, können wir nicht. Das bedeutet, wir müssen leider ein bisschen Performance bei der CPU auf dem Weg liegen lassen. Das gefällt mir zwar eigentlich nicht, aber haben wir keine wirkliche Wahl. Müssen wir halt so mitleben. So, dann wollen wir aber auf jeden Fall bei der GPU nochmal genauer hingucken, dass wir da ein bisschen mehr rausholen wieder. So, sind wir mal gespannt, wie weit geht es. Okay, gar nicht so weit, wie ich gedacht hätte. Ich hab gedacht, wir holen noch so 3-4 MHz mehr raus. So, nee, dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir eigentlich direkt rüber zu 3D Mark gehen und mal schauen, wie er so abschneidet hier. Okay, wir sind nah an den 40 Frames tatsächlich hier im CPU-Test. Das ist ein sehr, sehr solider Stand erstmal. Ja, damit kann man schon mal sehr, sehr gut leben. Jetzt sind wir nur gleich mal auf den GPU-Part gespannt. Da müssten wir eigentlich auch ganz gut dabei sein. Allerdings weiß ich gar nicht, wann wir letztes Mal, falls überhaupt, eine 3070 Ti im Spiel verwendet haben. Okay, wir sind unter den 100 Frames noch, wenn auch knapp. Hier im ersten Test. Im zweiten bedeutet das natürlich, dass wir da ein bisschen weniger knapp unter den 100 Frames sind, weil wir da ja, weil der ja ein bisschen schwieriger für die GPU ist. So, schaffen wir dann noch die 98. Okay, ich glaube, ganz knapp haben wir sie noch. Aber hier sind wir jetzt leider nur noch so um die 80. Also eigentlich sollte das Netzteil kein Problem sein. Zumindest nicht im Real Life. Wie tolerant oder nicht das Spiel da ist, das weiß ich nicht genau. Also ich weiß natürlich, dass das Spiel bei 650 sofort dicht macht. Das hat man im Real Life natürlich auch nicht. Aber wie sehr das Spiel hier sagt, dass die GPU und die CPU tatsächlich Power ziehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil es könnte sein, dass er da ein Problem mit hat. In Real Life könntet ihr damit aber auf jeden Fall leben, das kann ich euch versprechen. 650 Watt Netzteil ist dafür eigentlich super okay noch. Kann aber sein, dass er jetzt hier... Ja, ich glaube, er wird es mir nicht durchgelassen. Gut, dann upgraden wir natürlich gerne ein klein wenig. Das ist kein Problem. Ja, er scheitert am 650 Watt Netzteil. Gut. Wenn er das nicht will, dann kriegst du halt die Variante 1 oben drüber. So. Damit sollten wir nicht mehr strugglen. Und Sekunde, wir tauschen trotzdem mal die Kabel gegen etwas schickere Kabel aus. Hier gefallen mir schon ein bisschen besser. Das liefte Kabel. Also hier vorne hätten wir eigentlich zulassen können. Ja, weißt du was? Wir lassen einfach auch nochmal kurz einen Endlos-Run hier durchlaufen, damit wir sehen, wo wir unseren Peak haben. Aber wie gesagt, mit 650 Watt ist man eigentlich gut bedient. Immer noch für so ein System, das braucht man eigentlich nicht wirklich. 50 Watt Netzteil. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, wenn man eventuell vorhat, in Zukunft auf noch höhere Komponenten umzusteigen, dann kann man natürlich durchaus sagen, weißt du was, gehe ich mit etwas mehr. Aber prinzipiell ist das eigentlich so sonst okay. Schauen wir aber mal, wo das Spiel sagt, wo wir hier so vom Stromverbrauch hinfallen ungefähr. Okay, 600 Watt sind wir schon mal. Mal gucken, wo wir da noch landen.
700 knapp. Wow. Okay. Wenn du sagst, Spiel. Lassen wir mal 3D-Mark laufen und schauen, wo wir da dann enden gleich. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ne, hier wird sich natürlich jetzt nichts an der Performance ändern, das ist klar. Das ist nichts, nichts, was sich aufgrund dessen jetzt nochmal verändert. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch da sagen kann, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, diese System Requirements, die Entwickler da immer angeben, sind halt auch immer eher am unteren Ende von dem, was man tatsächlich hier für so ein Spiel braucht. Mit einer 3070 Ti sage ich ganz klar, also ne, damit läuft man hier ohne Probleme. Ich habe da schon durchaus ein relativ großes Upgrade gemacht im Vergleich zu dem, was von Microsoft gedacht ist. Das ist nämlich eine RTX 2070. Und eine 3070 Ti hat schon sehr viel mehr Performance. Aber ich habe mir einfach gedacht, weißt du was, ballerst du da ein bisschen mehr Performance drauf, denn ich habe tatsächlich sehr, sehr vielen Personen gehört, die ziemlich große Probleme haben bei Halo Infinite, was Framerate angeht. Also tatsächlich auch Leute, die 3000er Karten haben. Insofern habe ich mir gedacht, will ich jetzt hier nicht irgendwie, was weiß ich, eine 2070 reintun oder von mir aus eine 3060. Gut, 3060 wäre vielleicht noch eher okay gewesen. Aber ne, dass ich da nicht wirklich zu wenig drin habe. Und mit einer 3070 Ti kann man ohne Probleme das Spiel spielen, also so ist nicht. Vielleicht dann nicht auf 4K höchsten Settings mit Raytracing an, aber halt auf jeden Fall sehr, sehr solide, wenn man sich auf ein oder zwei dieser Sachen fokussiert. Nur 4K oder nur höchste Settings, auf dann von mir aus 1440 oder dass man eine Raytracing anmacht, aber dann halt nicht auf 4K. Aber prinzipiell fährt man sonst damit echt relativ solide. So, wir haben hier auch tatsächlich unser Ergebnis gekriegt. Wir haben 14.329 Punkte erreicht. Das ist jetzt nicht das Beste vom Besten der Welt, aber ich finde, für einen Rechner, den man in momentanen Zeiten, das will ich nochmal gesagt haben, in momentanen Zeiten für 2.000 Euro kriegt, ist das eigentlich sehr, sehr solide. Das tut trotzdem sehr weh, das zu sagen, weil es ist nur eine 70er-Karte und auch nur ein Ryzen 7. Sowas hat man vor nicht so unglaublich langer Zeit, auch wenn es sich mittlerweile so anfühlt, war das eher so eine Sache für ne, so zu 1300 bis 1400-500 vielleicht. Tendenziell sogar noch niedriger. Dass man das jetzt halt als relativ preislich okay bei 2000 sieht, ist halt schade. Aber ne, müssen wir halt leider mit leben. Können wir nicht wirklich dran ändern, sondern nur abwarten. Trotzdem, wie gesagt, kann ich nochmal gesagt haben, wenn ihr euch die Konfiguration anschauen wollt, könnt ihr natürlich unten gerne einmal in die Videobeschreibung schauen. Da gibt es die kleine Partliste mit den ganzen einzelnen Komponenten, die ich da drin verbaut habe hier in dem Rechner. Sonst könnt ihr natürlich auch noch gerne einen Kommentar da lassen, falls ihr hier irgendwelche Vorschläge habt für zum Beispiel ein anderes Spiel, wo wir einen PC für bauen sollen. Natürlich könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und auch gerne ein Like, wenn es euch heute gefallen hat. Denn wie sagen, sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator. Bis dann und ciao.